Ja, Leute, es ist mal wieder soweit. Wir sind in Hamburg und müssen ran gegen den HSV. Ich habe Bock drauf, ein bisschen Angst, denn die Statistik spricht nicht für uns. Das letzte Mal, dass wir beim HSV gewonnen haben, ist schon sehr, sehr lange her. 2001, Bayerle hat da das 1:0 erzielt. Damals beide Mannschaften noch in der ersten Liga. Schöne Zeiten. Ich hoffe natürlich heute auch auf eine Überraschung. In der zweiten Liga ist alles möglich. Und ihr wisst, vor allem mit unseren lautstarken Fans, ich habe gehört, 8.000 bis 10.000 Hansa-Fans werden heute im Volksparkstadion sein. Können wir da auf jeden Fall unsere Mannschaft tragen. Und ich nehme euch wieder mit. Hoffe, ihr habt Bock drauf. Es geht euch gut. Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Und jetzt müssen wir auch schon wieder gegen den HSV ran. Die Leute, die mich auch schon länger verfolgen, wissen ja, dass ich in Hamburg zur Schule gegangen bin, weil meine Mutter in Hamburg arbeitet. Mein Bruder wohnt auch noch dort. Ist es sozusagen ein zweites Heimspiel für viele Hansa-Fans, die ja auch hier in Hamburg wohnen, arbeiten oder was auch immer machen. Ist das, denke ich, heute ein ganz besonderes Spiel. Beim letzten Mal habe ich euch meine beiden Fußballmannschaften gezeigt, wo ich im Verein gespielt habe. Heute dachte ich mir, zeige ich euch einfach mein altes Zuhause. Ja, das ist, denke ich, auch ganz interessant. Ein bisschen die Elbe und genau, der Müll wird auch noch abtransportiert. Hoffentlich wird es kein Müllspiel. Wir wollen jetzt mal losgehen, zeige ich euch, wo ich gewohnt habe. Auf geht's. Wir stehen hier gerade vorm Elbtunnel und da hinten, ja, steigt einfach jemand aus und pisst dahin, noch nie sowas gesehen. Da kennt er auch wirklich keine Gnade hier, ey. Wer würde sich's trauen? Schreibt's rein. Angekommen in meiner alten Hut, Stelling Hagenbecks Tierpark. Zeige ich euch mal ganz kurz, hier war der Stellinger Fußballplatz. Der Platz, ihr seht, wurde dicht gemacht. Da kommen jetzt Wohnungen hin. Wir gehen hier einfach mal ein bisschen durch. Der legendäre Blumenladen hier an der Ecke. Falls mal Muttertag war oder man ein Geschenk brauchte für seine Mutter und noch nichts hatte, hat man sich hier welche geholt, auch am Sonntag. Ach ja, und hier hat sich hauptsächlich meine Jugendzeit abgespielt. Ich glaube, von 15 bis 19 oder sowas habe ich die ganze Zeit hier verbracht. Hier hat eigentlich alles angefangen, wirklich. Also mit dem Kanal und sonst was. Ich habe ja auch erst angefangen mit dem FIFA-Kanal. Ihr wisst ja, was so meine Vergangenheit betrifft für die Leute, die mich schon länger kennen. Genau da drin war mein Zimmer und da haben sich dann die Nachbarn immer beschwert, wenn es mal ein bisschen zu laut gewesen ist. Die Hauptstraße, Rathaus Stelling, da bin ich dann immer eingestiegen mit dem Bus 22er. Zu meiner Schule, Kellinghusenstraße, 281er da hinten, die Polizei. Und hier kommt man auch mit dem Bus direkt zum Volksparkstadion, zum HSV. Also weit ist es nicht gewesen. Deswegen dachte ich, es ist eigentlich ganz interessant. Ja, für ein paar Leute. Links neben mir ist direkt auch der Hagenbecks Tierpark. So gegen 22, 23 Uhr hört man da Elefanten rumschreien und was weiß ich. Ist halt normal, wenn man natürlich neben einem Zoo wohnt. Und hier haben wir den alten Haupteingang vom Hagenbecks Tierpark. Daneben ist das Bärengehege. Wenn man Glück hat, kann man hier auch manchmal noch ein paar Bären sehen. Da haben wir den Eingang. Hier in dem Bereich hat dann auch meine alte Deutschlehrerin gewohnt. Die konnte mich nicht leiden. Die ist auch immer mit dem Bus gefahren. Wir sind einfach gemeinsam dann an der Haltestelle zusammen eingestiegen. Sie dann vorne, ich hinten. Also richtig unangenehm, dass man ja, halt nicht miteinander reden muss oder sowas. Falls ihr ein paar Autogramme abstauben möchtet und auf irgendeine Mannschaft, sag ich mal, wartet, die gegen Pauli oder HSV spielt, der Mannschaftsbus und die Mannschaft wird meistens in diesem Hotel sein. Das ist das Lindner Hotel am Hagenbecks Tierpark. Hier ist dann meistens der Bus vorne, konnte man immer gut beobachten, die Mannschaften, die meistens in der zweiten Liga oder so spielen, haben hier dann ihr Quartier. Das war's also von meinem ersten Zuhause. Da kommen schon ein paar Erinnerungen hoch. Ja, so war das. Ich habe natürlich auch noch woanders hier in Hamburg gewohnt. Das seht ihr vielleicht in der nächsten Saison oder bei dem anderen Gegner. Waren auf jeden Fall schöne Zeiten. Eventuell wohnt ja hier der eine oder andere noch. Haut mal raus, ey. Matchday. Ich werde jetzt meinen Onkel vom Hauptbahnhof abholen. Der kommt extra aus Stuttgart. Hat schon den Nachtzug genommen. Mein Bruder wartet auch dort. Ich habe mir auch was ganz Geiles überlegt. Und zwar fahren wir jetzt mit der Fähre zu den Landungsbrücken. Und da komme ich dann zum Hauptbahnhof. So, Leute.
schön das 9-Euro-Ticket nutzen. Ne? Funktioniert auch hier für die Fähre. Nicht, dass mein Handy hier noch runterfällt, dann ist vorbei. Sind auch schon ein paar HSV-Fans am Start. Hier drüben, Blankenese, wohnen die Reichen und Schön. Naja, Schön ist immer so eine Sache. Da hinten müssen wir hin, also es dauert noch ein bisschen. Angekommen, Landungsbrücken. Jo, perfekt. Auch schon hier. Die Hamburg-Fans. Geil. So, jetzt zur S-Bahn. Am Hamburger Hauptbahnhof hier mit meinem Bruder. Ey, schön noch das Apex-Trikot. Schön das neue Trikot. Hey, André, aus Stuttgart. Alles im Weiß, ne? Wie war die Fahrt? Oh Mann, 3 Uhr nachts los. Ich habe die Augen zugemacht. Hätte mir einer gegrunzt wie ein Schwein. Aber ich hab's geschafft. Der ist wahnsinnig, ja? Muss man einfach sagen, was der alles schon miterlebt hat mit Hansa. Da kannst du ja auch noch Stories erzählen, können wir das nächste Mal machen. Ja, heute gegen Hamburg, ne? Was sagt ihr? 1:1, Wunsch natürlich, den sage ich jetzt nicht, aber ja. 1:1 ist okay. Wäre realistisch, und aber wie gesagt, der Wunsch, den könnt ihr euch alle aufmalen. Überraschung gibt's immer, und ja, genau, dann wollen wir jetzt mal losgehen, ne? Auf alle Fälle. Was ist denn das da auf deinem Rücken? Das ist die Legende, Jungs. Kai Bülow, ihr kennt ihn. Mit dem alten Trikot aus der dritten Liga. Ich finde, das sah eigentlich auch richtig fresh aus. Blau, weiß, rot. Genau, mein Onkel hat wieder. Ihm geht's gut auf jeden Fall. Bis auf das Trikot, der Sponsor, da kann man drüber streiten. Zweiter Spieltag, die Tabelle blende ich euch ein. Hat noch gar keine Aussagekraft. Wir sind hier an der Alster, Jungs. Es kann auch alles passieren, ne? Egal welche Liga. Wie in guten, in schlechten Zeiten, auch wenn das Auftaktprogramm hart ist. Wir geben unser Bestes, und das wird vielleicht heute was sogar. Hamburg Dammtor. Hier geht's jetzt in die S-Bahn rein. Seid ihr motiviert? Ja. Endlich wieder ins Hamburger Stadion. Du warst noch im Alten drin, ne? Jo, 2001, 2002. Ich weiß nicht, wann das letzte Spiel war. Ich glaube, wir hatten 1:0 gewonnen damals sogar. Genau, ja. Also, Glücksbringer hier vielleicht. Jetzt hier schön Stelling vor den ganzen Hamburgern. Ja, aber alle sehr korrekt. Haben uns schon unterhalten, ein paar Fotos gemacht. Grüße gehen raus. Hier kann man sehen, auch Wurst gönnen. Läuft. So, los geht's jetzt. Auf zum Volkspark. Korrekte Hamburger gefunden. Hau mal einen Tipp raus heute. Also ich sag 2-3-0 Hamburg. 3-0. Okay. Ich sag 3-1 Hamburg. 3-1. Vielleicht kriegen wir 2 Elfmeter geschenkt und 2-1. Nimm mal mit. Jetzt holen wir uns noch eine Wurst. Korrekt, Jungs. Ne? Auf ein gutes Spiel. Und wie schmeckt die Wurst hier? Von der Skala von, wie man sagt, von 1 bis 10. Das würde ich mir nur nachfragen. Na, und hier unser Max-Bein-Uwe-Seeler-Monument. Auch wir Hansa-Fans trauern natürlich an alle Hamburger, vor allem an alle Angehörigen von Uwe Seeler. Die größte HSV-Legende auch im deutschen Fußball, für jeden ein Begriff. Egal welche Vereinsfarben man hat. Obwohl er Angebote von anderen ausländischen Vereinen war, ist er dem HSV immer treu geblieben. Und ja, das muss man einfach so sagen, eine absolute Legende. Erster Torschützenkönig gewesen, in der Nationalmannschaft, alles zerschossen. Wollte ich euch hier natürlich auch noch mal widmen. So, perfekt. So macht man das. Einfach die Schlange umgehen. Aber das war hier der HSV-Tor, ne? Go! Hansa! Invasion! Überall Hansa-Fans! Geil. Hier ist zu. HSV will keinen Umsatz machen. Was ist da los? Übrigens, er hat uns die Karten geholt. Ja. Vielen, vielen Dank. Ist Hamburger extra in schwarz gekleidet. Gerne. Bei uns ist das Motto weiß. Ja, passt doch eigentlich. Ne? Weiß trifft schwarz, aber Hauptsache ihr bleibt in der ersten Liga. Mein zweite Liga. Und ja, genau, ihr den Ausstieg, ne? Wenn nicht jetzt, wann dann? Versuchen nach Lübeck-Tickets. Leider habe ich bisher noch keine bekommen. Eventuell hat ja noch einer irgendwie
eine zur Verfügung, eine Sitzplatzkarte kann sie mir zur Verfügung stellen. Es müsste ein Heimbereich sein beim VfB Lübeck. Schreibt mir gerne auf Instagram, ich wäre euch unendlich dankbar. Ansonsten, ja, ist das nicht so schlimm, dann bin ich nächste Woche nicht dabei. Vielleicht mache ich so einen Watch-Along-Stream oder gucke das ganz normal im Fernsehen einfach. Und ja, die Stimmung sensationell. HSV-Hymne. Könnte jetzt passieren. Schwarz oder rot? Das ist hier die Frage. Ich setze auf schwarz. Einmal für Uwe Seeler. Eines großen Fußballers, eines großen Hamburgers und eines großartigen Menschen gedenken, der leider am vergangenen Donnerstag im Alter von 85 Jahren von uns gegangen ist. Als Idol und Vorbild wird man nicht geboren. Uwe Seeler wurde beide sportlich und menschlich, weil er so war, wie er war, ein nach eigenen Bekunden stinknormaler Mensch. Uwe Seeler wird mir fehlen, er wird uns alle fehlen. Wieder mit der Fünferkette, Nico auf Außen mit Ananu, Ingelsson rückt auf die Position von Till, Johnny wieder in der Spitze mit Pröger, Hinterseher ist noch nicht dabei, das kann was werden. Alle hier in Weiß, das sind locker 8000, kannst du mir sagen, was du willst heute, hier hinter uns auch. Jungs, die Invasion. Auf ein geiles Spiel jetzt. Ja, das da, ne? Auf geht's! Auf, Leute! Shut up!
Strecke, pass auf. Johnny! Ja! Und dann hast du da verschlafen in der Bahn. Die schmeißt sich aber auch schön in den Weimar. Sauber. 25 Minuten gespielt. Sieht ordentlich aus. Natürlich, das ist noch ein bisschen mehr vom Spiel. Aber wir haben auch mit gefährlichen Chancen. Und das ist das, was wir dann natürlich nutzen müssen. Komm, Rossi! Rückraum! Was ist bei Karlsruhe los? Also dann führt er verloren. Alter! Ja. Ja! Stark! Abstoß! Stoß. Das halten wir, komm. Ja! Ja! Lauf! Rücken! Ja, zu weit. Der gibt den noch. Schiedsrichter, Halbzeit, wir machen es richtig gut, 0-0. Hier auch noch extra ein Hansa-Fan gekommen. Dein Tipp für heute noch? Ja, also ich hatte schon gesagt, es geht noch ein bisschen was, aber ja. Extra hier auch Rostock unterstützen, so muss das sein, alles für Hansa. Zweite Hälfte geht los. Wenn es so bleibt, 0-0 nimmt man mit. 0-0 nimmt man mit. 1-1. Er ist gut. Ja! Schön! Der ist drin! Der ist drin! Nein. Was ist hier los? Sauber! Stark! Ja! Geschichte geschrieben, Mann. Pass auf jetzt. Der ist gut. Oh, oh, oh. Rauf da. Hand, Hand. Ja. Oh, Mann. Er prüft Elfmeter. Komm. Elber. Ich hab die Hand gesehen. Ich hab auch gesehen. War klar, war es nicht für uns. Wie kommen die aus der zweiten Pause jetzt? Das sieht gut aus. Er macht wieder kurz. Nico, Traumflanke. Ja! Wollen wir das wieder wechseln, Thomas?
sagen, wir kommen besser aus der Pause bei HSV. Ja. Ist immer noch der Wurm drin, ich hoffe, das bleibt so. Oh, der wuschelt sich durch. Das ist er. Irgendwann muss es, Falk, irgendwann muss es. Gute Posi. Simon. Ja. Ja. Da fällt gleich einer. Da liegt er schon. Ah, macht er, der steckt durch jetzt. Komm. 54.500. Ist ausverkauft, ne? 57.000? Okay. Richtig. Stark. Also. Bei uns, ja, ist auch noch alles drin. Wir hätten sogar schon ein paar Dinger machen können, aber vielleicht kommt das ja noch. 90. Schalke, 90. Hamburg. Kann sein. Scheiß Reife. Schon wieder nicht. Das kannst du auch keinem erzählen. Jawohl, weil auch jeder kämpft. Weil auch jeder bis zum bitteren Ende hier läuft. Da nimmt man auch die gelbe Karte in Kauf. Richtig stark. Dieser Einsatz heute, top. Schalke, bitte kein Tor jetzt. Hau ihn raus, jawohl, jawohl, jawohl. Nix. Raus. Jawohl! 89. Minute. Haltet irgendwie die Null. Hau ihn das Ding raus! Jetzt Konter! Ja! Lauf! 8 Minuten! Seid ihr bescheuert oder was?
Offensiv! 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 Schade! Schade! Geschichte geschrieben, mal wieder. Schala, 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 Schala. Mal wieder ein geschichtsträchtiger Sieg, hier auch alle in Weiß, also egal ob Heim- oder Auswärtsblock. Was sagst du an? Ich kann nicht mehr. Also wieder ein geschichtsträchtiger Tag für mich. Unvergesslich. Und bei dir? Typisch HSV. Typisch HSV. Ey, Jungs, ne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Was ein heftiges Spiel. Schumi hat sich endlich mal belohnt und ein Ding reingemacht. Man muss wirklich sagen, in der zweiten Hälfte waren wir auch wirklich überlegen. Das könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel gesehen habt. Aber ich fand uns richtig stark. Also mit der Fünferkette, das hat super hingehauen. Viel besser gegen Heidenheim. Wir hätten sogar ein, zwei Dinger mehr machen können. Kolke hat uns dann am Ende aber auch einmal den Arsch gerettet. Ja, gerne ein Fazit von euch rein. Ich bin mega happy und sowas von, ja,
stolz auf diese Mannschaft. Was ein Spiel, wir sind alle durch mit Kopfschmerzen, übelst die Feierstimmung, die Fans haben alles abgerissen, Hansa sowieso, danke Hansa für wieder so geile Momente und natürlich danke an euch, dass wir hier die Momente mit euch gemeinsam teilen dürfen, hoffe es hat euch gefallen. Am Ende bedanke ich mich an jeden Daumen nach oben, an jedes Abo und ja, wie habt ihr es gesehen? Ja, einfach nur genial. Es war wieder ein Sieg für die Geschichtsbücher und wie gesagt, nochmal Dank auch an den HSV-Fans. War eigentlich ein guter Support heute, hat alles gepasst. Man konnte einfach so rumlaufen hier in Hamburg. Also muss ich sagen, Respekt, muss ich sagen. War ein guter Stil, drei Leute. So, 3 Punkte im Sack, Auswärtssieg. Genau. Alle nach Lübeck, also wer noch eine Karte über hat oder 2, kann sich gerne bei mir melden auf Instagram. Sehr, sehr korrekt von euch, vielen, vielen Dank. Ne? Müsste ein Heimticket sein und wenn nicht, dann ist es halt so. Ne? Also, bleibt stabil, macht's gut und bis zum nächsten Mal.